Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Nachgang zur Verleihung des Telematik Awards 2016 hier in Hannover. Einige der Preisträger haben wir hier bei uns vor der Kamera, wollen noch mal ganz kurz die Jurybewertung zum Besten geben und haben dann auch noch die eine oder andere Frage. Wir fangen an mit TomTom Telematics. Das nominierte und dann letztendlich preisgekrönte System heißt OptiDrive 360, Gewinner in der Kategorie Fahrstilanalyse. OptiDrive 360 besitzt auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Fuhrparkbetreiber reduzieren mit dem Kraftstoffverbrauch schließlich auch den CO2-Abdruck des Unternehmens. Abseits dessen sind beispielsweise auch Möglichkeiten für ein effektiveres Planen der Wartungsaufgaben ein großer Vorteil der Lösung. Herr Schmid, ab welcher Fuhrparkgröße lohnt sich der Einsatz von OptiDrive 360? Ja, wir sind grundsätzlich in der Fuhrparkgröße nicht beschränkt. Wenn Sie die Ziele, die Sie gerade genannt haben, sehen, dann ist es natürlich ab dem kleinsten Fuhrpark gehen wir von 1-2 Autos aus, schon möglich, die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen. Die typische Anwendung bei uns geht etwa in einem Fuhrpark von 5 Fahrzeugen los. Besten Dank, Herr Schmid, für diese Ausführungen. Wir wechseln und kommen zur Flutaro UG. Flutaro ist Gewinner in der Kategorie Fuhrparkmanagement. Hier heißt die Begründung der Jury, die Innovation und der Wert dieser Lösung liegen weniger im grundsoliden Funktionsumfang als vielmehr in der hervorragenden Zugänglichkeit für Anwender. Die Frage an Herrn Frey: Welchen Stellenwert hat die intuitive Bedienbarkeit Ihres Systems bei der Entwicklung? Ich denke, es ist eine hohe Kunst, komplexe Funktionen auf eine einfache Art und Weise darzustellen. Und schlussendlich muss der Anwender natürlich die Software bedienen können und sich zurechtfinden. Und wir haben daher von Anfang an einen großen Stellenwert darauf gelegt, eine Software zu entwickeln, die intuitiv bedienbar ist und auf Anhieb verstanden werden kann, um so auch wirklich den Nutzen bieten zu können. Wunderbar, besten Dank. Das haben auch wir verstanden. Und wir kommen zum nächsten Teilnehmer in dieser Runde, und zwar von der ESIS GmbH. Prämiert wurde hier ESIS Blue Dan, Gewinner in der Kategorie letztendlich Kühltransporte. Kleine, relativ autonome Sensorwürfel mit Bluetooth-Anbindung sind auch in anderen Bereichen anzutreffen und in diesem Fall sinnvoll und gut umgesetzt. Das faire Preismodell ist hervorzuheben, ebenso wie die übersichtliche Darstellung der Informationen. In welchen Bereichen neben temperaturgefühlten Transporten findet Ihre Lösung Anwendung, Herr Schlitau? Ja, wir kommen immer dann zum Einsatz, wenn Temperaturen erfasst werden sollen, nicht nur während des Transportes, sondern auch danach in der Kühlbox. Die Temperaturen erfasst werden sollen, beispielhaft in der Pharmalogistik, in der Lebensmittellogistik, auch bei Tiertransporten. Also immer dann, wenn die Klimabedingungen erfasst werden sollen, kommen unsere Messwürfel zum Einsatz. Jawohl, besten Dank an die drei Herren für das kurze Statement, für das Frage- und Antwortspiel. Ihnen wünsche ich noch viel Spaß beim Get Together im Rahmen dieser Verleihung. Und Telematik TV, die zweite im Nachgang zur Verleihung des Telematik Awards 2016 auf der IAA in Hannover. Wir haben die nächsten Gewinner hier bei uns vor der Kamera, dürfen jetzt ganz herzlich begrüßen Herrn Tonne von der Firma Kaplink Group AG mit dem prämierten System Smartmatix, Gewinner in der Kategorie App-basierte Telematik. Weniger die Funktionalität als vielmehr das Preismodell machen diese App so gut. Bereits in der kostenlosen Version ist die Kaplink-Anwendung für Flotten interessant, bei denen wirklich nur die Position benötigt wird, etwa Lieferdienste. Mit den umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten stellt sich jedoch auch für anspruchsvolle Kunden einen angenehmen Zugang zur Systemwelt von Kaplink dar. Herr Tonne, wie kamen Sie auf die Idee, Smartmatix in seinen Grundfunktionen komplett kostenlos anzubieten? Es war eigentlich eine Marketing-Idee. Es passierte, dass wir die Suchalgorithmen analysierten, mit denen wir gefunden wurden. Und dann sagte ein Mitarbeiter, ja, wir haben alles nach kostenloser Ortung haben wir aussortiert, weil wir so viele Anfragen davon bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sortiere das mal wieder ein. Wir bieten so ein Produkt an und können unsere Firma so bekannt machen. Jawohl, besten Dank, Herr Tonne. Und es geht weiter für mich in der Runde an die Seite von Herrn Ruppert von der PTV Group, PTV Drive und Arrive Arrival Board, Gewinner in der Kategorie Lagerlogistik. Das Arrival Board ist als Teil der bewährten Telematiklösung PT Drive and Arrive eine sinnvolle Erweiterung, welche die Prozessoptimierung bis zur Laderampe trägt. Herr Ruppert, die Frage an Sie: Wie sind die Rückmeldungen Ihrer Kunden zu dieser Erweiterung von Drive and Arrive? Ja, vielen
Vielen Dank für die Frage. Die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Wir lösen von drei Probleme, die die Branche heute hat. Zum einen liefern wir die perfekte Ankunftszeit, also die bestmöglich zu berechnende Ankunftszeit für alle zulaufenden Verkehre zum Lager. Zum anderen haben wir eine Lösung, die wirklich datenschutzsicher ist. Das heißt, wir bekommen Koordinaten, berechnen und löschen diese kompletten Daten wieder. Das heißt, jeder kann dieses System einsetzen, ohne irgendwelche Verträge zu schließen. Und der dritte Punkt ist, dass wir die Daten natürlich allen Akteuren zur Verfügung stellen, um bestmögliche Kollaboration zu gewährleisten. Wunderbar, wäre das auch geklärt. Wunderbar, ich rutsche einmal weiter und zwar zu Herrn Käser von Savi Telematic System AG, nominiert und letztendlich auch prämiert mit dem Savi Energy Enterprise, Gewinner in der Kategorie Containerlogistik. Savi Energies Enterprise ist ein umfangreiches Telematiksystem, welches besonders auch durch die anwenderfreundliche Darstellung punktet und hier zu den am besten durchdachten Systemen am Markt zählt. Herr Käser, die Frage an Sie, wie lange dauert die Entwicklung dieser umfangreichen Lösung? Also wir haben in diese Lösung ungefähr 1,5 bis 2 Jahre entwickelt, mit ein paar Mitarbeitern natürlich. Also das war die Zeitdauer, bis das Produkt zum ersten Mal zu den Kunden gehen konnte. Aber die Entwicklung ist natürlich nicht zu Ende. Wir entwickeln das Produkt weiter und gehen dann auch sehr in die Tiefe, gehen in verschiedene Bereiche, die die Chemieunternehmen dafür noch benötigen. Wunderbar. Sie hören also, es geht weiter im wahrsten Sinne des Wortes. Auch für Sie im Rahmen des Get-Togethers. Besten Dank an die drei Herren und noch viele interessante Gespräche und Eindrücke. Dankeschön. Und weiter geht's bei uns mit den kleinen Gewinne-Interviews im Rahmen der Telematikverleihung 2016. Wir kommen nun zur Yellow Fox GmbH, die prämiert worden ist für Yellow Checker 200 mit Spesenmodul. Gewinner letztendlich in der Kategorie, Hauptkategorie Fahrzeugtelematik. Die Erklärung der Fachjury lautet wie folgt: Die Anwendung selbst ist eine sinnvolle Weiterentwicklung des Gesamtsystems um die Erweiterung einer Spesenverwaltung im Fuhrparkmanagement. Die Idee ist insofern innovativ, als dass alles in einer Lösung zusammengeführt wird. Die Spesenabrechnung erweitert das Anwendungsfeld sinnvoll, auch auf Vertrieb und Außendienst. Herr Gräbner ist zugegen und an Sie geht die Frage, Herr Gräbner. Ihr Modulkatalog wächst stetig. Was steht als nächstes auf dem Programm? Ja gut, also diese Geheimnisse werde ich jetzt hier nie hundertprozentig preisgeben, aber es wird auf jeden Fall was Spannendes, was Interessantes sein und ich denke, dass wir damit die Welt in Fuhrparks und vor allen Dingen in der Baubranche nachhaltig verändern werden. Wunderbar, also wir sind weiter gespannt, weil es geht natürlich weiter und weiter geht es auch hier bei uns in der Runde und wir kommen zu Lost and Found AG, Gewinner in der Kategorie Anwenderpreis. Der Anwenderpreis spiegelt als einziger Preis nicht die Meinung der Fachjury wider, sondern ist das Votum der Anwender, die unter Praxisbedingungen verschiedene Telematiksysteme getestet haben. Ihre Erfahrungen, die schlussendlich zur Kaufentscheidung geführt haben, geben diese Anwender in einem Interview wieder. Dabei begründen Sie sehr genau, warum Ihre Wahl so ausgefallen ist. Herr Tommen von Lost and Found AG, wie wichtig ist bei Ihnen das Kundenfeedback bei der Entwicklung neuer Lösungen? Das ist natürlich bei uns sehr wichtig. Wir freuen uns dementsprechend umso mehr über diesen Hauptpreis, sagen wir, weil der wirklich eben von der Jury in diesem Sinne vom Kunden verliehen wurde. Und das Feedback ist für uns essentiell, weil die Produkte nur aufgrund Kundenfeedback eigentlich entstehen bei uns. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Und ich rücke einmal weiter. Und wir kommen jetzt zu Herrn Vistini von der Ubinam On Demand GmbH. Sie haben gewonnen mit Ihrem System Mobiles Container Dashboard, Gewinner in der Kategorie Entsorgung. Sinnvolle Transponderlösung, die sich konsequent auf einen Anwendungsbereich fokussiert und den Anwender nicht mit branchenfremden Funktionspaketen überfordert. Die Frage an Sie. Ihre Lösung ist vorbildlich auf Anforderungen zugeschnitten. Was ist ein besonderer Fokus in der Entwicklung der Lösung, Herr Vistini? Der besondere Fokus ist definitiv das Erfüllen der Anforderung, aber ohne den Kunden zu überfordern. Ich glaube, das ist allgemein bei Telematikprojekten so, dass man sehr viel tun kann, aber wenn man sehr fortschrittliche Funktionalitäten in den Markt trägt, dann muss der Kunde das auch unterstützen. Das heißt, wenn er Funktionen hat, sind diese Funktionen nur so viel wert, wie sie auch eingesetzt werden und das setzt auch Änderungen in den Prozessen beim Kunden selbst. Und deswegen versuchen wir in solchen Projekten den Kunden auch dahin zu beraten, dass er wirklich nur die Dinge, sich auf die Dinge fokussiert, die für ihn wirklich wichtig sind. Wunderbar. Besten Dank an die drei Herren. Kurz und schmerzlos. Wir haben noch mal über Ihre Themen gesprochen und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Aufenthalt hier im Rahmen des Get-Togethers.
Auf geht's in die letzte Runde. Wir dürfen ganz herzlich begrüßen Herrn Moser und seinen Kollegen von der ICS Group. Gewonnen mit der Lösung 4 Mobiles Business Smartwatch, Gewinner in der Kategorie vernetzte Produktion. Die Kombination von robuster Smartwatch und der App 4 Mobile ist eine gelungene Entwicklung für Produktion und Logistik. Die autonome Lösung behindert Träger nicht wie ein Tablet oder PDA bei der Arbeit und kann in vielen Situationen für mehr Komfort sorgen. Besonders auch durch die optimale Ergänzung um Mini 2D-Scanner. Herr Moser, was stellt aus Ihrer Sicht den größten Vorteil bei der Arbeit mit Ihrer Smartwatch dar? Ja, zum einen ist ganz klar, Sie haben es schon gesagt, die Hands-Free-Arbeit, das heißt, Sie sehen schon, Sie haben eine Uhr, da ist die gesamte Logik, sagen wir, eines Smartphones integriert mit allen Möglichkeiten, die man heute hat, eben über WLAN oder auch Mobilfunkdaten zu übertragen. Und in der Kombination mit einem Scanner können Sie eben beliebig Pakete nehmen oder in der Logistik diverse Prozesse aus dem Regal auf den Stapler oder ähnliche Dinge bewegen, ohne dass Sie irgendwo noch erstmal zum Scanner greifen müssen. Alles integriert, und das ist eigentlich der große Vorteil. Und technologisch gesehen, durch die Möglichkeiten des Smartphones eingedampft auf eine Uhr, können Sie natürlich mit allen Backend-Systemen, sei es SAP oder was auch immer, im Hintergrund kommunizieren, ohne irgendwelche Kabel oder sonstige Dinge rumtragen zu müssen. Die Uhr ist sehr robust, also staubdicht, wasserdicht, also kann eben auch in Industrieumgebung hervorragend funktionieren. Und das ist eigentlich, sagen wir, gern die Zusammenfassung der drei Hauptpunkte. Wunderbar, und deswegen haben Sie auch gewonnen in Ihrer Kategorie. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal und auch Ihnen noch eine schöne Zeit hier beim Get Together.